die so um die 45, 50, die wissen das, wenn wir erzogen worden sind. Und plötzlich höre ich im Radio Beatles. Ich weiß es noch wie heute. Und dann hat der Sprecher noch gesagt, das ist also die neue Musik der neuen Generation, da kommt ja was Schreckliches auf uns zu. Und das hat mich dann sofort aufgegeilt, und da kann ich die Erwachsenen packen. Verstehst du, das war eigentlich, das war der Anfang. Zwei Wochen später hörte ich die Stones, I Can Get No Satisfaction, das war eine Hymne für uns damals. Das kann jetzt keiner nachempfinden. Nein, die Kids stehen auf Scooter oder was weiß ich. Oder auf Yves de Reuter. Ja, aber verstehst? Und dann hat's mich, es hat mich aufgewühlt. Und ich habe um mich geschaut, verstehst? Die haben alle geschüttelt und gearbeitet und Tag und Nacht und sind zu nichts gekommen. Die Frauen haben mitgearbeitet. Die sind nach Hause gekommen, haben sich gegenseitig in die Fresse geschlagen, weil sie gestresst waren von der Arbeit. Die Männer haben sich zugesoffen, sind abgehauen ins Wirtshaus. Die Frauen sind in der Kittelschürze daheim rumgesprungen und haben die Kinder erzogen und haben uns Kinder prügelt, weil sie mit uns auch nicht mehr klar geworden sind. Und das wollte ich alles nicht. Das habe ich mit 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, das ist immer stärker geworden in mir. Und dann hat man mir erklärt, ich bin schwul und denkt, da kann ich jetzt Ihnen nochmal eins reindrücken. Und das war's. Die sind ausgerastet. Und da hat es mir gut getan und jetzt tue ich euch weh. Ihr habt es mir nie für voll genommen, ich war ein Pflegekind, verstehst? Ich war ein Banker, der Abschaum, Straßenköter. Mutter lebt in Frankreich, Vater in Amerika. Du bist ja froh, dass wir dich großziehen. Halt die Klappe. Geh Geschirr spülen, geh Schuhe putzen, mach das, mach jenes, damit du am Abend dein Essen kriegst. Und da konnte ich ihnen wehtun, konnte ihnen alles zurückzahlen. Mit Stolz. So bin ich aus dem Haus mit meinen tuschten Wimpern. Und die sind rotiert. Und die Nachbarn haben getobt. Und alles hat getobt. Und plötzlich war ich im Mittelpunkt. Und das hat mir gut getan. Mit lächelnder Miene habe ich sie niedergegrinst, niedergemacht mit meinen Worten. Das war der Anfang. Und dann kam eben, die Musik hat mich schon immer interessiert, als Kind schon, weil ich mit meiner Großmutter viel gesungen und so. Wollte immer ein Instrument lernen, durfte ich auch nicht von meinen Pflegeeltern. Du Bankert, geh du und die Arbeit, hat es geheißen. Was willst du Musiker werden? Was willst du Schauspieler werden? Du spinnst doch, du hast doch nicht mehr alle. Und dann kam eben das... Der kleine Sack ist schwul. Hi, Baby. Und das hat wehgetan. Denen, mir nicht. Hallo. Vielleicht sieht es jemand von meiner Verwandtschaft. Und meine Mutter hat immer zu mir gehalten und hat mich unterstützt in Frankreich. Aber sie war ja weit weg und sie hat mich nicht gekriegt. Sie durfte mich nicht kriegen, weil sie Jugendamt einen Daumen auf mich drauf hatte. Verstehst? Dann, wie gesagt, dann kamen Beatles, Stones, Who, und das hat mich aufgewühlt. Die Musik, die Texte, der Krach, in Anführungszeichen. Die Volksmusik, die zu Hause in einem Radio gelaufen ist, Oberkleiner und der ganze Dreck. Verstehst? Ich konnte ihnen mit jedem Lied, was ich aufgelegt habe und aufgedreht habe, konnte ich ihnen schon mal einen Nerv töten. Und dann geschminkt aus dem Haus. Damals schon die 70er, mit Lackjäckle und so Zeug. Und richtig zeigen, hallo, hier bin ich. Und ihr habt so gar nichts mehr zu sagen. Könnt ihr euch Purzelbäume schlagen, ist mir wurscht. Ich hab Prügel dafür bezogen, bis zum Exzess, das war mir scheißegal. Und dann mit 18 bin ich ab. Ich bin alles, was du dir so vorstellen kannst, hineingeschnuppert. Man muss ja wissen, von was man redet. Ne? Man kann ja nicht über irgendwas urteilen, was man nicht kennt. Aber ganz unterm Strich habe ich mich dann schon immer nach einer soliden Beziehung gesehnt. Aber es ist nie was geworden, weil wahrscheinlich ich immer wieder ausgesprungen bin, ausgerastet bin. Warum? Das, Angst, dass das immer auf derselben Schiene läuft. Angst davor, dass man dann alt wird. Also ich meine es nicht körperlich, sondern im Kopf, im Geist, dass man einfach... Soll es dir erklären? Der Trott, der dann einkehrt, der kehrt auch in solchen Beziehungen ein. Das Spiel, das Mann- und Frau-Spiel oder überhaupt das Rollenspiel und überhaupt das. Am Sonntag müssen wir dahin zusammen, weil wir da eingeladen sind und nächste Woche haben die eine Party, da müssen wir hin und dann heiraten die. Und das Spielen eines Familienlebens, was ich auf der einen Seite mag, auf der anderen Seite irgendwo ja doch. Von mir weghaben will. Vielleicht will ich für nichts verantwortlich sein.
möglich? Sollen wir einen Psychiater holen? Vielleicht kann der das erklären. Weißt, ich habe nie groß Aufsehens darum gemacht, was ich alles getan habe. Was ich alles probiert habe. Ob es jetzt mit Drogen waren oder in sexueller Hinsicht oder was man sich auch immer vorstellt bei mir. Ich habe sowieso so einen Ruf, dass man meint, ich bin der größte Drecksau. Ein ganz harmloses Bürscherl, eigentlich. Ich wollte bloß immer irgendwas bewegen und habe nie was davon gehabt.